Na ihr Ficker, ich hoffe der Lüfter da stört nicht, oder man hört es nicht, oder man hört es nicht so derb. Ich brauche den aber, hier drinnen sind gefühlt 30 Grad. Ja, Softbox nervt wieder extrem, die habe ich diesmal nicht vor mir stehen. Ich hoffe, ich bin diesmal nicht unterbelichtet, wie so unprofessionell bei dem letzten Video, aber ich hatte null Bock, das nochmal zu drehen, weil ich drehe das einmal und dann muss das... Was gibt es Wichtiges, was ich euch mitteilen mag? Heute ist der 1.6. Ich werde 27 Jahre alt. So, ja, jetzt könnte man darüber reden, was in diesen 27... Jetzt könnte man darüber reden, was man in diesen 27 Jahren hätte anders machen können, besser machen können, ob man irgendwas bereut hätte. Und nein! Ich habe nichts bereut. Also, jetzt bereue ich gerade nichts. Heute ist der 31.05. Ich mache das Video extra vorher, damit ich mir am 1. richtig schön die Eier schaukeln lassen kann. Damit ich die Eier baumeln lassen kann. Ja, mein Handy ist aus, alles aus. Ich bin absolut überhaupt nicht erreichbar. Also ich werde gestalkt. Ich werde meine Eltern zum Essen einladen, werde mir einen richtig schönen Tag machen, finanziell no limit. Ja, ich werde einfach den Tag mit meiner Familie, mit meiner Frau verbringen und dann haben wir Urlaub, wir beide. Also ich habe jetzt schon Urlaub, meine Frau hat dann ab morgen Urlaub, also ab dem 1. hat sie Urlaub. Und dann machen wir ein bisschen so Urlaubssachen so. Wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Ja, bräuchte ich irgendwas? Nein, darf man auch gar nicht. Egal was man, naja, nicht egal was man gemacht hat, aber Vergangenheit kann man eh nicht ändern. Insofern muss man irgendwie versuchen zu können, damit zu leben. Ich kann sehr gut mit meiner Vergangenheit leben, weil ich eigentlich, ich hab noch nie jemanden bestohlen, ich habe noch nie jemanden was geklaut. Na gut, im Kindergarten, aber da ging es um ein weißes Lego-Pferd. Ja, gut, ich war ein bisschen böse zu Mädels damals. Aber ja, ich habe Freundschaften gehabt, die gut für mich waren, die schlecht für mich waren, auch Freunde, die ich vermisse, also was heißt vermisse, wo ich wirklich sage, zum Beispiel Mitch war eigentlich immer einer, den ich sehr, sehr spät verstanden habe, aber das hat dann am Ende alles sehr, sehr cool gepasst und wir haben fast zusammen gewohnt. Gut, er hat woanders geschlafen, aber den ganzen Tag war er eigentlich bei mir. War total cool, wir haben Mucke gemacht und waren auch nicht immer auf einer Wellenlänge, was auch... Also wir waren auf einer Wellenlänge, aber nicht derselben Meinung. War ganz cool. Mitch, wenn du das siehst. Ansonsten hatte ich Freunde, die echt nach 10 Jahren Freundschaft sich so verändert haben und sich so ekelhaft und arschfotzig verhalten haben. Kriege ich jetzt noch einen Abtürner davon, wenn ich dran denke. Aber dahin wollen wir gar nicht, denn es ist ja ein schöner Tag. Der 1.6.2016. Ich werde steinalt. Ich werde jetzt so alt, dass ich jetzt ein Jahr Zeit habe. Also 364 Tage Zeit habe, um zu sterben. Um in den Club der 27er aufgenommen zu werden, damit sich meine Mucke verkauft, damit ich ein erfolgreicher Musiker werde. Aber vielleicht schaffe ich das auch so, man weiß es nicht, ich schau mal, mein Leben ist eigentlich gerade sehr geil, sehr, sehr geil und deswegen wünsche ich mir auch gerade gar nichts. Ich wünsche mir nur ein was von euch, bedingungslose Liebe und Tunnelblick nur auf meine Mucke. Eigentlich gibt es gar nichts weiter zu sagen. Ihr habt heute einen scheiß Tag. Hakt es ab. Freut euch, denn ich habe Geburtstag. Ganz einfach. Und dann läuft das ganz cool. Ich bin 27 Jahre ein zu 95,6% ich sehr, sehr guter Mensch gewesen. Das bleibe ich weiterhin. Ich habe keine Ahnung, warum ich mit meinem Handy spiele. Und ich bin 27 Jahre lang auch ein sehr verrückter, guter, netter Sohn für meine Eltern gewesen. Und auch 27 Jahre ein Mischmasch aus ich ficke euch alle und ich hab euch doch alle lieb und geht mir weg. Ja. So, ich spiele jetzt Halo.
dann haue ich mir Star Wars rein, dann schneide ich dieses Video, dann trinke ich einen Whisky, spiele Halo, mache was mit meiner Frau. Habe ich schon gesagt, dass ich das Video dann schneide? Irgendwo da mittendrin schneide ich das Video und lade das hoch. Und dann habt ihr ein Video zu meinem Geburtstag, wo ich euch sage, dass ich Geburtstag habe. Bereut auf jeden Fall nichts. Seid immer fair. Behandelt die Leute, besonders eure Freunde, so wie ihr behandelt werden wollt. Bleibt cool. Bleibt cool mit euch. Klappt ein bisschen an Karma, das macht sehr viel Spaß. Und ansonsten, lasst die Welt euch entertainen. Nehmt nicht alles so ernst. Und seid ihr scheiße drauf, dann hört keine Depri-Mucke oder guckt keine Depri-Filme. Verfickte Scheiße, guckt euch Jurassic World an und hört Limp Bizkit. Das hört man heutzutage. Kennt ihr noch Limp Bizkit? Wer kennt Limp Bizkit? Bevor das Video ausartet und echt langweilig und scheiße wird, ich cutte das alles mal jetzt und ja, viel Spaß mit dem Video. Und seid wie gesagt cool zueinander, dann ist auch alles fresh. Und haut den Bitches auf den Arsch für mich. Danke! Tschüss! War das jetzt sexistisch? Na, gibt's schon mal was.